Hallo, in diesem Video geht es um die Coccidiose beim Huhn. Im Hintergrund laufen ein paar von meinen Jungtieren, die die Coccidiose jetzt überstanden haben. Ich zeige in diesem Video keine toten Tiere, aber kranke Tiere und blutroten Durchfallkot. Ich möchte euch zuerst ein bisschen was über die Coccidiose erzählen und dann nehme ich euch mit, was bei mir eben passiert ist die letzten zwei Wochen. Die meisten sind jetzt wieder fit, aber leider nicht alle. Wenn man die Coccidiose als Krankheit einteilen will, dann zählt sie zu den Endoparasiten des Nutzgeflügels. Also Endo meint innen drin. Das sind also Parasiten, die im Huhn drin ihr Unwesen treiben. Die Parasiten, die das auslösen beim Huhn, sind die Eimeria, das sind Einzeller und die sind sehr stark wirtsspezifisch, also jede Nutzgeflügelart hat da ihr eigenes Spektrum an Coccidienarten. Ja, und die sind nicht nur wirtsspezifisch, sondern die einzelnen Eimeria-Unterarten, die haben dann auch unterschiedliche Orte im Huhn, in denen sie sich festsetzen. Beim Huhn ist besonders gefürchtet die Eimeria tenella, die setzt sich im Blinddarm fest, also Blinddarmkoccidiose. Wenn die sich da ganz stark vermehren, diese Eimeria, dann zerstören die Wände von den Eingeweiden. Und deshalb kommt es dann zum blutigen Durchfallkot, der früher dann oft rote Kükenruhr genannt wurde. Ja, diese Eimeria, die sind im Prinzip weltweit verbreitet. Und im Stadium der Oozyten, das ist das Dauerstadium von diesem Einzeller, da sind die in der Umwelt auch sehr beständig und dadurch können die weit verbreitet werden über verschiedene Faktoren, über auch sogar über Wind, über Boden an den Schuhen, über andere Tiere, über Vögel und so weiter. Also man muss sich keine Gedanken machen, wo man das jetzt sich eingefangen hat. Es kann von überall kommen und auch unheimlich viele alte Hühner tragen das in sich, sind altersimmun, aber scheiden eben diese Oozyten im geringen Maße aus. Und sobald man dann eben Jungtiere mit in den Auslauf setzt oder da in Kontakt kommt, auch vielleicht durch uns Menschen, dann sind eben Jungtiere besonders anfällig gegen diese Coccidiose. Üblicherweise sind die Symptome der Coccidiose so eine Lebensunfreude, eine Lustlosigkeit, Apathie, gesträubtes Gefieder, die Kämme sind blass, vielleicht geschlossene Augen und eine Buckelstellung und dann eben der Durchfall, der bis zum blutroten Durchfallkot geht. Das sind eben die klinischen Anzeichen für eine Coccidiose. Uns Hühnerzüchter und Hühnerhalter stehen verschiedene Handlungsoptionen offen, wie wir damit umgehen können. Es gibt eine Impfung. Und man impft da quasi mit schwachen Impfkoccidien übers Trinkwasser, ungefähr in der ersten Lebenswoche der Küken. Und dann entwickelt sich schneller diese Altersimmunität, weil eben über diese schwachen Impfkoccidien, da entwickelt sich die Altersimmunität schneller. Das bedeutet aber, dass diese Coccidien und Oozyten und diese Eimeria immer wieder neu aufgenommen werden soll von den Küken und die dann auch wieder ausgeschieden wird. Deshalb darf man, wenn man gegen Coccidiose impft, dann erstmal einige Wochen lang nicht mehr ausmisten und man darf auch dann kein Coccidostatika-Futter verwenden und dann eben auch kein Oregano-Extrakt geben, weil das eben diese schwachen Impfkoccidien zerstören würde und damit wäre die Impfung dann auch hinüber. So, die zweite Möglichkeit sind eben diese gerade angesprochenen Coccidostatika im Futter. Das ist quasi eine leichte unterschwellige Medikamentengabe. Oft sind das Antibiotika, die dem Kükenfutter zugemischt werden und die verhindern quasi den schlimmen Ausbruch der Coccidiose und halten die quasi klein und deswegen entwickelt sich dann auch eben diese Altersimmunität in den Küken und Jungtieren. Da ist das Problem, diese Medikamentengabe im Futter ist genau abgestimmt und man darf dann, wenn man dieses Futter füttert, kein anderes Zusatzfutter mehr füttern, nicht mehr geraspelte Möhren oder irgendwas anderes, auch selbst der grüne Auslauf, dass sie sich selbst was sammeln, das würde diesen Effekt des Coccidostatika so weit verdünnen, dass die eventuell dann unwirksam werden. Und man muss dann auch darauf achten, die Mittel, die für Hühner zugelassen sind, die können bei anderen Geflügelarten, zum Beispiel bei Wassergeflügel, zum Tode führen. Und so eine ähnliche Möglichkeit wird dem Oregano-Extrakt nachgesagt.
Deshalb hatte ich mich in diesem Jahr ja auch gegen eine Impfung entschieden. Mein Zuchtfreund Heinz hatte mir angeboten, er besorgt mir das Impfmittel mit. Ich hätte dann auch impfen können. Ich habe mich dagegen entschieden, weil ich über diesen Oregano-Extrakt so viel gelesen hatte, dass ich da überzeugt war, dass das kann helfen und das unterdrücken. Ja, nun gut, bei mir hat es nicht geklappt. Es kann sein, dass ich den Oregano-Extrakt nicht ganz regelmäßig gegeben habe. Da erzähle ich noch zu. Ich denke, ich werde nächstes Jahr dann zu der Impfung greifen. Vitaminpräparate sollen auch sehr gut helfen im Kampf gegen Koxidiose, also auch wenn die Krankheit ausgebrochen ist, zur Verhinderung, dass es wirklich viele Todesfälle gibt. Und es gibt auch sehr gut wirksame Medikamente, die am Markt sind. Das seht ihr ja auch gleich, wenn ich davon erzähle, wie es bei mir jetzt abgelaufen ist. Also schaut her. Wie fange ich an? Etwas Unschönes ist passiert. Ich habe meinen zweiten Kükendurchgang heute beringt. Die sind jetzt ungefähr 7 Wochen alt, vielleicht 7,5. Hab die alle beringt. Ja, und bei einer Henne, die sich sehr einfach hat fangen lassen, die saß einfach da, habe ich gesehen, die hatte an den Füßen etwas Blut. Und ich habe sie dann untersucht, habe nichts gesehen, habe auch nichts um die Kloake gesehen. Habe sie beringt, habe sie hier dann rausgesetzt. Und dann habe ich, als ich wieder die nächste fangen wollte, habe ich gesehen, an der Stelle, an der sie saß, war blutiger Kot. Und das ist ein ganz eindeutiges Zeichen für die Koxidiose. Ich habe auch das Gefühl, dass diese Jungtiere die letzten Tage deutlich mehr trinken. Das ist auch ein Anzeichen. Und die anderen sind alle noch topfit. Sie sitzt ein bisschen in der Ecke, aber naja, an so einem Sonnentag ist das ja auch mehr oder weniger normal. Sie ist jetzt gerade auch aufgestanden, losgegangen. Ich werde jetzt gleich diese blutige Kotprobe in einem Einmachglas mitnehmen zum Tierarzt und hole mir ein Medikament. Ich hätte auch dagegen impfen können, über quasi eine Trinkwasserimpfung, ungefähr am 8. Tag. Dann hätte ich aber nicht mehr ausmisten dürfen. Und ich habe ja diesen Oregano-Extrakt gefunden. Und der Oregano-Extrakt sollte eigentlich die Koxidiose verhindern können, wenn man den regelmäßig gibt. Ich habe den, als die Küken im Keller waren, habe ich den immer gegeben, weil ich das da hatte, die Flasche, in meinem Kükenzimmer. Als die Küken hier rausgezogen sind, vor 2-3 Wochen, da habe ich es unregelmäßig gegeben und quasi die letzten 10 Tage, glaube ich, überhaupt nicht mehr, weil die Kellertür zu war, ich über den Balkon rausgegangen bin und die hatten Durst und dann habe ich ihm einfach so Wasser gegeben. Also es kann sein, dass es jetzt meine Schuld war. Ich hätte das Oregano-Extrakt wahrscheinlich durchgängig geben müssen. Was mich zu dem Gedanken führt, ist auch, dass der erste Durchgang an Küken, den ich auch genau im gleichen Abteil, im gleichen Auslauf hatte, keine Koxidiose hatte. Und da habe ich viel stärker darauf geachtet, dass die ins Trinkwasser immer diesen Oregano-Extrakt kriegen. Den haben die nur nicht mehr, als sie jetzt wirklich auf die Wiese umgezogen sind. Seitdem kriegen sie den nicht mehr und die sind topfit. Ich hatte die letzten 4 Jahre hier immer mal Koxidiose, nicht mit jedem Durchgang, aber ab und an mal. Ich muss jetzt sofort handeln. Ich hoffe, der Tierarzt hat dieses Mittel da und dann gebe ich denen das und dann denke ich, werde ich auch keins von den Tieren verlieren. Und dann bilden sie eben schneller ihre Altersimmunität gegen Koxidiose aus. Das ist die auf jeden Fall stark betroffen ist. Bei den anderen hätte ich jetzt überhaupt noch nichts gemerkt. Und ich habe auch nur einen einzigen blutigen Kothaufen gefunden. Also ich denke, ich habe jetzt genau im richtigen Moment es erkannt und werde jetzt handeln. Ja, ihr seht schon, ist nicht ganz so lebensfroh wie die anderen. Da hat einer gerade Kot abgesetzt. Mal gucken. Oh, ist ein bisschen durchfallmäßig hier. Kein normaler Kot, also die anderen haben es wahrscheinlich auch. Na dann geht rein, wenn ihr wollt, oder ich habe die Tränke wieder aufgefüllt. Ja, ich habe mit meinem Kotbrettkratzer das vorsichtig aufgenommen, im Einmachglas. Man sieht hier schon eindeutig den blutroten Kot. Und jetzt geht's los. Die Tierärztin wollte zuerst die Kotprobe nur einschicken, aber ich habe dann argumentiert, wenn jetzt noch das Wochenende vergeht, bevor wir ein Ergebnis haben und behandeln können, dann ist die Hälfte der Jungtiere schon tot. Und dann hat sie dankenswerterweise selbst unter das Mikroskop geguckt und hat da Oozyten von Eimeria erkannt.
Leider war das Medikament nicht vorrätig, was ich das letzte Jahr hatte, was sehr gut gewirkt hat. Und deshalb habe ich ein Pulver mitbekommen und ich muss gleich mal nach der Dosierung gucken und ich hoffe, dass das auch wirkt. Jetzt hatte ich wieder ein bisschen Probleme mit dem Beipackzettel, um das Ganze wieder auszurechnen. Ich weiß, meine Hühner wiegen im Schnitt 800 Gramm. Ich habe 21 Hühner, also habe ich 16,8 Kilogramm Hühner, die ich behandeln will. Ich habe jetzt ein anderes Mittel als letztes Mal. Und hier steht tatsächlich drin, dass ich 3 Gramm von dem Zeug brauche pro Kilogramm. Dann bräuchte ich 50 Gramm, was ich auflöse in Wasser. Und hinten steht aber drauf, ich soll 3 Tage behandeln, 2 Tage Pause und dann nochmal 2 Tage behandeln. Und dann wäre das aber schon leer, wo wir eigentlich dachten, das reicht für ganz viele, was die Tierärztin mir gesagt hat. Ja, also ich hoffe, das hilft. Und legen wir los. Ja. Das Pulver scheint sich sehr gut aufzulösen. Ich habe mich dafür entschieden, jetzt die Tränke in den Auslauf zu stellen und die Klappe zuzumachen. Im Beipackzettel stand es zwar genau andersrum, dass man im Stall tränken soll, weil die haben immer Angst, dass die Hühner im Auslauf irgendwo eine Tränke noch haben oder Zugang zu einem Bach oder sowas, aber das ist hier ja nicht der Fall. Und die Jungtiere sind jetzt bei dem Wetter sowieso viel lieber draußen. Guck mal, und das war auch genau die richtige Entscheidung. Wir trinken jetzt alle. Ich setze das jetzt vor, 3 Tage. Ich habe dafür 3 Tage Pulver. Muss ich heute Nachmittag das Wasser auch wieder neu auffüllen. Die sollen das zügig trinken, steht in dem Beipackzettel. Das machen sie ja auch. Ich hoffe auch die am stärksten befallen war, trinkt. Aber ich sehe jetzt keine mehr, die hier irgendwo in der Ecke rumhängt. Also ist die auf jeden Fall mit dabei und trinkt. Jetzt hat sich alles aufgelöst. Ich mache die jetzt nicht voll, obwohl es 30 Grad hat heute. Weil die Hühner sollen das möglichst schnell trinken, die Kleinen. Und ich gebe denen dann lieber heute Mittag nochmal neues Wasser. Ja, letztes Jahr das Bicox, das hat immer super gut gewirkt. Da habe ich kein Tier verloren. Aber die eine Henne, die so träge in der Ecke saß, der Ringnummer 471, die lag gestern tot dann hier im Auslauf. Die ist gestern tagsüber gestorben. Es war aber auch echt eine Gluthitze, wie ich fand, über 30 Grad hier. Also ich weiß nicht, ob das andere Medikament besser wirkt oder ob zusätzlich die Hitze einfach der Kleinen den Rest gegeben hat. Ich hoffe, alle anderen kommen durch. Versucht schon Äste zu krähen. Ich gebe es ihnen jetzt rein, wir gehen mit. Gucken, ob ich das hier einendig kriege. Oder ich stelle die Kamera kurz ab. Ja.
das ist ein Krähversuch mit fast 8 Wochen von meinem Krefke. Das ist ja lustig. So, jetzt habe ich die Kamera da hinten. Der hat gerade einmal gekotet auf dem Kotbett. Das ist auf jeden Fall kein blutiger Kot. Und du bist schon mal gesund. Habt ihr keinen Durst? Oder störe ich euch jetzt mit der Kamera? Was schon mal positiv ist, dass keins in der Ecke liegt. Alle stehen auf ihren eigenen Beinen. Trinkt, Kinder, trinkt. Nach blutigen Kot kann man dann natürlich schon mal gucken hier im Einstreu. Na, wenn sie schon noch aufbäumen würden, wäre da natürlich ideal. Das machen sie aber noch nicht. Das sieht so aus. Ihr seht halt, da ist noch blutiger Kot, genau aus dem Licht. Da. Also es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht überstanden. Ich hätte gerne das andere mit. Das Kroxidol. Pulver, was ich hatte, das soll angeblich auch gegen Coccidien wirken, aber es ist auch für Hunde und Katzen und Kaninchen und es soll auch noch gegen Koli helfen und gegen Salmonellen und dann irgendwie hier mit der Dosierung bei Hühnern 70 bis 140 Milligramm, was 2 bis 4,6 Gramm Coccidol von dem Pulver entspricht. Und dann hier aber jungen Hühnern soll man nicht über 100 Milligramm geben, also dann wieder zurück. Und dann habe ich ausgerechnet für meine 20 Junghühner, also 21 waren es am Freitag noch, die ungefähr 800 Gramm wiegen im Schnitt, brauche ich 50 Milligramm von diesem Zeug. Und ich hatte überhaupt nur 150 Milligramm. Die Behandlung soll aber dauern 3 Tage, dann 2 Tage aussetzen, mal gucken und dann nochmal 2 Tage. Behandeln und dann vielleicht noch weiter behandeln, wenn es noch notwendig ist. Das hat mich hier schon sehr stutzig gemacht. Und am Samstag war dann die erste Jungherne tot. Am Sonntag habe ich geguckt, ich habe auch noch einen Bluthaufen gefunden im Einstreu und die nächste Henne, die schwarze Henne, lag da recht träge in der Ecke. Sie lebt noch. Es ist jetzt Montagmorgen. Und ich habe mir jetzt das Mittel besorgt, was ich die letzten Jahre hatte und was da immer sehr gut geholfen hatte. Schon am nächsten Tag waren alle wieder quietschfidel. Das habe ich mir also organisiert. Ich habe ja von der Tierärztin die Bestätigung, dass es Coccidiose war im Kot. Ja, und jetzt setze ich das an. Ich habe hier auch ausgerechnet, anhand des Beipackzettels 0,28 Milliliter von dem Zeug pro Kilogramm pro Tag. Und ich habe ja jetzt noch die 20 Tiere habe ich mir ausgerechnet. Also, und dann hoffe ich, dass es morgen den Hühnern besser geht. Das Mittel muss man nur 2 Tage hintereinander anwenden. Da hinten liegt, glaube ich, die schwarze, die schnappe ich mir gleich. Aber es leben zumindest noch die 20, die am Samstag lebten. Ja. Neues Medikament. Ja, jetzt habe ich nur noch 19 und nicht mehr 21. Schade, schade. Hoffentlich verliere ich nicht noch eins. Von außen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Alle sind draußen, okay? Also hängt keins mehr. Ah, da scheißt gerade ein.
Zeig mal her, der. Du hast geschissen, zeig deinen Code. Okay, kein Blut. Das ist doch schon mal was. Denn heute? 8 Tage, nachdem ich den blutigen Kot entdeckt habe. Wir erscheinen hier wieder völlig normal. Ich habe jetzt seit Montag auch keinen blutigen Kot mehr gefunden. Heute ist schon wieder Samstag. Oh, hier guckt die aufgefressen Hase. Der Hunger ist wieder da. Flüchten, sie trinken viel. Der Kleins mehr in der Ecke. Also ich würde mal behaupten, wir haben es überstanden. Super. Die Gruppe hier, das war mein dritter kleiner Durchgang mit nur 6 Küken. Und die hatten auf jeden Fall ständig Oregano-Extrakt. Deshalb dachte ich, vielleicht kommen die durch ohne Coccidiose. Und ich gucke dann heute, ob ich hier blutigen Kot finde. Wenn ihr euch das da anguckt, das sieht schon aus. Da hinten auch Durchfall und rötlich. Also ich behandle diese Gruppe jetzt auch mit dem Medikament. Das Oregano-Extrakt mag vielleicht prophylaktisch unterstützen und helfen. Aber wenn der Druck zu groß ist, hilft es alleine. Hat es alleine bei mir nicht geholfen. So will ich das jetzt mal sagen. Die etwas jüngere Gruppe, die bei den Wellensittichen war, die waren räumlich getrennt und die hatten Oregano-Extrakt im Trinkwasser. Die hat es trotzdem erwischt mit ein paar Tagen Verzögerung. Aber hier war dann auch blutiger Kot im Auslauf. Und welcher? Der da, der lag den einen Morgen wie tot hier im Einstreu. Ich wollte ihn schon rausnehmen. Aber ich habe gesehen, er atmet noch. Ich habe überlegt, erlöse ich ihn oder nicht. Ihr seht, ich habe mich richtig entschieden. Ich habe die dann auch behandelt, auch mit diesem Medikament vom Tierarzt. Und sie sind jetzt schon deutlich fitter wieder. Die anderen standen nur so ein bisschen gestreut, lustlos. Ich glaube, es war nur der eine, der wirklich der blutigen Kot hatte und dem es ganz schlecht ging. Der war wirklich so gut wie tot. Und jetzt sind sie auf dem Weg der Besserung. Aber das Bild ist quasi immer noch das typische Bild von einer Coccidiose-Infektion. Dass sie so ein bisschen lustlos stehen. Der hat der Hals so ein bisschen eingezogen, ein bisschen gesträubt, das Gefieder. Es kann natürlich auch sein, dass ihnen einfach kalt ist, dass sie müde sind, aber in Kombination dann mit Durchfall oder sogar blutigem Kot. Das ist ganz eindeutig. Aber die werden sich jetzt auch schnell wieder erholen. Ach, und die sind übrigens alle aus dem Kraftkörper-Kennsperrbach-Projekt. Die dies interessiert. Achso, noch kurz zur Info. Ich bin kein Tierarzt, ich bin Dr. Bene. Ich bin Hühnerhalter und Rassegeflügelzüchter und ich bin Naturwissenschaftler. Mich würde total interessieren, wie ihr bei euren Hühnern mit der Coccidiose umgeht. Welche Handlungsoption wählt ihr oder wusstet ihr vielleicht noch gar nichts darüber? Lasst bitte gerne einen Kommentar dazu unten da. Und teilt das Video gerne an andere Geflügelfreunde. Es ist zwar kein schönes Thema, aber es ist gut, wenn man darüber informiert ist, weil die Coccidiose kann tatsächlich zu sehr hohen Verlusten führen im Bestand. Also, macht's gut, wir sehen uns im nächsten Video, euer Dr. Bene.